So, es geht weiter. Und da ich ja noch ganz viel Platz frei habe und die Videos relativ früh beenden, kann ich eigentlich ganz viele aufnehmen. Nämlich eigentlich ist ja mein Ziel, das Spiel irgendwann mal abzuschließen, aber uneigentlich gibt es natürlich auch noch die Add-ons. Und da jemand so gurkenrückschrittlich war, und ja, ich weiß, dass ich diesen Begriff sehr gern benutze. Da jemand so gurkenrückschrittlich war, ist es nämlich so, dass wenn man die Hauptstory durch hat, dann darf man nicht weiterspielen. Allerdings wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil eine Todesralle kommt. Mal sehen, ob ich das Viech wegkriege. Liebe Todesralle, WTF, was es alles gibt. Cool. Das Viech war ziemlich einfach zu besiegen. Aber das Viech wäre wahrscheinlich um einiges schwieriger. Könnte es ja spaßeshalber... Was? Oh nein. Ich glaube, ich fand es so gute Idee, das zu probieren, wenn da mehrere sind. Nämlich die von Obsidian waren zur Superschau und haben gedacht, das wäre cool, bei diesen Steinbrüchen einfach alles mit Todesrallen voll zu ballern. Also es so zu machen, dass es da sozusagen unendlich viele Todesrallen gibt. Man hat außerdem auch überhaupt nichts davon, wenn man die killt eigentlich. Erstens respawnen die eh und zweitens bewachen sie nichts, was sich wirklich lohnen wird. Und vor allem drittens sind sie ja auch ein Arsch voll Arbeit, wie man ja in einigen von meinen vergangenen Videos gesehen hat. Doors. Spitzenklasse. Okay, Bimmels. Vor allem, eigentlich gehört es auch dringend so zurechtgemodelt, dass die Waffen nicht so ultra schnell kaputt gehen. Allerdings, da ich das Spiel wahrscheinlich nach diesem ersten Videodurchgang, falls er jemals zu Ende sein soll, nie mehr anfassen werde oder es zumindest nicht vorhab, ist eigentlich auch egal, was da gemoddet wird und was nicht. Ich will natürlich kein blödes New Vegas. Für mich zählt nur Fallout 3, alles andere ist kein Fallout. Nämlich Fallout 4 wird natürlich auch sowas von zuckern, wenn du mich fragst. Lege ich mich jetzt schon fest. Das wird der ultimative Rückschritt gegenüber Oblivion. Erstens wird es der Nachfolger von Skyrim sein, also auf der Skyrim-Engine basieren, mit diesen komischen Hängern die ganze Zeit. Und zweitens werden die von Bethesda natürlich auch, so wie die von Obsidian es in New Vegas gemacht haben, die besten Features aus allen existierenden Mods für die Spiele ignorieren. Aber die blödsten Mods integrieren und noch viel blödere Features neu dazu erfinden. Nur wüsste ich jetzt eigentlich echt gern, also eigentlich schon seit eineinhalb Ewigkeiten, ob der Cäsar irgendwann mal, vielleicht eines fernen Tages, mir die Erlaubnis gibt, die RNK anzugreifen und hochzunehmen. Wäre nämlich echt mal ganz toll. Wenn ich mal aufhören könnte, immer nur Botengänge für den zu erledigen und stattdessen endlich mal die Bastarde von der RNK alle machen könnt. Die Unterwasserwelt geschaffen. Gibt's bestimmt an manchen Stellen Zeug zu holen, aber ich würde auf jede Wette eingehen, dass es nicht sonderlich viel gibt.
sah ganz gut aus, ist aber wahrscheinlich relativ funktionslos. Jetzt gilt es natürlich hier einen Eingang zu finden. Da ja bekanntlich jemand gedacht hat, es wäre voll cool, so zu machen, dass man die Waffen weggenommen kriegt. Und derjenige aber nicht damit gerechnet hat, dass ich in der Lage bin, einfach reinzuklettern und mir den Blödsinn nicht zu geben. Ich meine, was denken die denn, wer sie sind? Programmierer-Bastarde. Da werden einem nicht die Waffen weggenommen. So einfach ist das. Wenn es nicht so verpixelt wäre, wird es ja sogar relativ malerisch aussehen. Beziehungsweise, wenn man nicht leider wüsst, dass das alles funktionslos ist. Aber das Video, na doch noch nicht so riesig. Das bin ich befürchtet. Hier ist überhaupt nichts unter Wasser. Wahrscheinlich, weil man hier normalerweise auch nicht sein könnte. Wobei ich mich dann frage, wie man normalerweise zu dem Vor überhaupt kommen soll. Aber im Grunde genommen ist es mir egal. Genauso wie es mir egal ist, wie man normal zu den Rumsern gekommen wäre. Also vorbei an diesen ganzen Nervexplosionen die ganze Zeit. Nämlich, soweit ich weiß, war das dieses Rumser-Problem, was über das sich viele Spieler aufgeregt haben. Dass man überhaupt keinen Anhaltspunkt kriegt, wie man da durch diese Explosionen und Bombardierung durchkommen soll. Und wenn ich theoretisch einen zweiten Durchgang versuchen würde, dann würde ich möglicherweise gucken, dass ich irgendwie normal dahin komme, aber mit dieser Gurkenluschi-Engine wird das nicht wirklich Spaß machen. Wo es dann bei jedem Ladevorgang wieder total laggt und man überhaupt nicht sieht, wo die blöde Artillerie herkommt und so ein Mist. Das heißt, Moment mal, das sieht es hier irgendwie schon wieder anders aus und ich finde den Weg nicht. Ach nee! Ich krieg sogar einen negativen Ruf, nur weil ich da mit der falschen Rüstung rumlaufe. Na super, die können einfach mal sagen, sie haben jetzt einen negativen Ruf. Dass ich da runtergefallen bin, akzeptiere ich auch nicht. Ich habe die Sprungtaste gedrückt. Wobei es ja in Anführungszeichen böse Zungen gibt, die behaupten, ich würde die Sprungtaste zu oft benutzen, was natürlich nicht der Fall ist. Sondern ich benutze die Sprungtaste genau so, wie es gedacht ist. Jetzt will ich mich da aber endlich reinglitschen. Ich könnte jetzt wieder zu diesem Reparaturdödel gehen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. So dringend brauche ich es momentan nämlich nicht. Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den Verbrannten verbreitet. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch passiert bei diesem komischen Zelter. Diesen Verrückten. Und trotzdem ist der mir aber immer noch lieber als diese Bastarde von der RNK, die der Meinung sind, dass sie die Größten wären.
Hasslarven haben schon wieder. Mal sehen, was der jetzt macht. Ob der wieder einfach mal so feindlich wird. Weil das wäre er ja anscheinend öfters mal. Sie wissen alles, was Sie wissen müssen. Machen Sie sich auf den Weg. Alter, ich hab das Zeug. Ach so, weil ich hier hin muss. Und jetzt könnte ich den Cäsar damit sogar killen. Und wie kann das ihm seinen Tumor entfernen, wenn der gar nicht da ist, sondern da vorne auf seinem Thron hockt? Mal sehen, was es für Level 20 Perks gibt. Es gibt sogar Perks bis Level 50! Level 50 ist normalerweise das Maximallevel, was ich aber natürlich auch nicht akzeptieren werde, sondern wenn ich das erreiche, dann wird das Maximallevel auf 100 hochgecheatet. Ist jedenfalls alles nutzlos für mich. Dann habe ich keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ein intensives Nervkopftraining. Muss ich einfach mal gucken, was es da so alles gibt. Ach, Kannibale geht schon ab Level 4. Ja, da traue ich mich nicht, das zu nehmen, weil möglicherweise gibt es dann wieder das verbuggte Blut. Alles sinnlos. Dann nehme ich Härte. Weil das noch am ehesten was bringt, glaube ich zumindest. Mal sehen, was jetzt dieser komisch Cäsar sagt. Das heißt, ich guck mal, wie der Ruf jetzt ist. Natürlich ist er immer noch akzeptiert, wie immer. Danke, wird natürlich dass Sie mein nicht Leben besser. Gerettet haben. Die Diagnoseeinheit für den Autodoc, die Sie gefunden haben, hat funktioniert. Diese Bezahlung sollte Ihre Mühen ausreichend entschädigen. Also, bevor wir hier noch sentimental werden, die Schlacht wird bald stattfinden. Legat Lanios naht. Sobald er ankommt, wird die Legion den Hoover-Staudamm angreifen. Das ist Legion. In der Zwischenzeit haben die Verderbten ein Begrüßungsgeschenk für uns vorbereitet. Der Präsident der RNK will den Hoover-Staudamm. Ach, da kommt der Bastard! Genau das wollte ich hören. Einer meiner Frumentari hat ein Lager beim Hooverdamm errichtet. Sein Name ist Cato Hostilius. Bestimmt kein Zufall, dass der so heißt. Weitere Anweisungen für Sie. Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den verbreitet. Die haben sogar schon Striche verloren, keine Ahnung warum. Aber diesen komischen Präsident mache ich jedenfalls voll weg. Ich meine sogar, mich zu erinnern, im Forum mal gelesen zu haben, vor ewig langer Zeit, als Nuvegas gerade erst neu raus war. Aber dieser treu ergeben. Dass dieser Präsident ein oberbackiger Nervkopf war, aber was zum Teufel ist denn das jetzt für ein Questmarker? Ach so. Jedenfalls diesem Präsident werde ich sowas von zeigen. Wer auch immer der ist. Sondern allein, dass er zur RNK gehört, wird dafür sorgen, dass der keine Chance haben darf. Das Video ist sogar noch gar nicht so groß. Dann gucke ich jetzt mal, wo das ist. Ach so, eigentlich sogar ganz in der Nähe.
Ich frage mich, ob das noch im Vor ist oder außerhalb. Aber ich gehe davon aus, dass es außerhalb ist. Und dass die Oberknallleser so wollen, dass ich wieder meine Waffen abgebe. Aber wer weiß. Ja doch, ich muss raus. Und da ich aber mir von diesem Blödmann natürlich nichts sagen lassen will, von wegen Öjo Waffen abgeben, muss ich wieder den Glitch benutzen. Obwohl, vielleicht geht das noch nicht mal. Na doch, das ist außerhalb. Einen Moment. Du Reinleger! Boah, wie kann man denn so zum Kotzen sein wie dieser Questmarker? Ey, was ist das für ein Brechreiz-Questmarker? Wie bin ich hier? An dieser Stelle, wo ich mal vor längerer Zeit so sinnlos rumgeklettert bin. Aber wir werden es jedenfalls diesen Schweinen von der RNK dann geben. Ohne diesen Mofo-Präsident werden die nämlich eh nichts mehr zu melden haben. Ich würde sogar am liebsten sagen, dass die RNK praktisch das Äquivalent der Enklave ist. Nämlich die Bastarde von der Enklave war ein richtiger Bastarde. Weil ich eigentlich genau genommen auch nicht weiß, was es mit dem Hoover dann wirklich auf sich haben soll. Ich frag mich, ob der Typ, den ich da finden soll, da unten ist. Oder ob das diese Festung da oben sein soll. Hui! Zum Glück gibt's aber den Save Before You Fall Glitch. Wie, der funktioniert nicht richtig? Was soll denn das? Der muss funktionieren. Hey klar, er schreit auf einmal wieder auf. Wer auch immer das so gemacht hat, dass der Bastard nicht immer aufschreit. Derjenige hat ganz viel schlechtes Karma gesammelt. Ich fürchte, das ist ganz da oben, oder? Ja, na klar! Dann brauche ich hier eigentlich auch gar nicht rumdödeln. Aber jetzt ist das Video schon wieder groß, also machen wir halt im nächsten Video weiter. 10, 9, 8, 7.